Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Bundesligaspiel 1. FC Union Berlin gegen den SV Werder Bremen. Das Spiel endet im ausverkauften Stadion einer alten Försterei vor 22.012 Zuschauern. 2:1 für den 1. FC Union Berlin bei uns in der Pressekonferenz. Die Trainer der beiden Mannschaften von unseren Gästen aus Bremen, Ole Werner, und vom 1. FC Union Berlin, Nenad Bjelica. Ole Werner, Gästetrainer, darf natürlich wie immer beginnen. Ihr Fazit zum Spiel heute. Ja, vielen Dank. Glückwunsch an Union, Nenad, Glückwunsch an dich zum Sieg. Dankeschön. Der, glaube ich, unterm Strich nicht unverdient ist, weil Union in den spielentscheidenden Situationen konsequenter war, als wir es waren. Ich glaube, das Spiel war so, wie man es erwarten konnte. Kein Spiel für Fußballästheten, viele Zweikämpfe, viel hin und her, sehr viel Kampf, sehr viel Zweikämpfe. Ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es meines Wissens nach so gar keine richtige, klare Torchance für beide Mannschaften. Wir haben ein, zwei Situationen im Ansatz. Einmal Abschluss von Mitch, einmal eine Situation, wo wir ein Konter spielen, wo Duxi zum Abschluss kommt, wo wir vielleicht konsequenter sein können. Die zweite Situation, glaube ich, insgesamt auch besser ausspielen können. Und zweite Halbzeit ist es dann eben so, dass die spielentscheidende Phase eigentlich gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit war. Im Nachhinein, wir haben, wie ich finde, eine super Möglichkeit, wo wir eigentlich frei aufs Tor zu laufen, im Strafraum sind, aber dann nicht im Tempo bleiben, nicht den klaren Abschluss finden, eben halt auch nicht konsequent genug sind, um dann so eine aussichtsreiche Situation in einem Spiel, in dem es vorher nicht allzu viele Fehler beider Mannschaften gab, für uns zu nutzen. Und Union macht es dann auf der anderen Seite vor, wie Konsequenz aussieht, wie in beiden Situationen vom Zweikampfverhalten, das Nachsehen und einfach zu schwach in diesen Situationen im Zweikampfverhalten. Sicherlich auch ärgerlich beim ersten Tor. Das ist für mich klare Behinderung von Zetti im Abseits, zumindest nach den Bildern, die ich gesehen habe. Aber wir müssen uns um die Dinge kümmern, die wir heute nicht gut gemacht haben. Die habe ich gerade benannt. Und da gilt es für uns jetzt in der Länderspielpause natürlich dran zu arbeiten. Vor allem aber auch die Tanks wieder voll zu machen, sich auszurichten auf die letzte entscheidende Phase dann auch der Saison. Und hoffen, dass der ein oder andere, der jetzt aktuell noch verletzt fehlt, dann zumindest wieder eine Option für einen Kader sein kann, sodass sich unsere personelle Situation vielleicht auch ein bisschen entspannt, was dann auch nochmal wichtiger wird vor dem Hintergrund der Sperren, die wir dann gegen Wolfsburg haben. Vielen Dank. Dankeschön, Ole Werner. Nenad, wie hast du es gesehen heute? Ja, danke, Ole, für die Glückwünsche. Ich glaube, dass wir vom Platz als verdiente Sieger gegangen sind. Wir waren wirklich im Zweikampf heute und läuferisch sehr gut, 126 Kilometer wieder heute beim Spiel gelaufen. Das zeigt über Laufbereitschaft und Zusammenhalt. Wir waren natürlich effizienter vor dem Tor gegenüber den letzten zwei Spielen, wo wir auch gute Chancen gehabt haben. Aber heute haben wir unsere Chancen genutzt und freue mich natürlich für die ganze Mannschaft, für den ganzen Verein, unsere Fans, dass wir wirklich langsam aus einer sehr schwierigen Situation rauskommen. Müssen wir weiter arbeiten. Wir sind auf gutem Weg, aber es sind noch sehr viele Punkte zu gewinnen und jetzt ein Tag Erholung, drei Tage Training, dann wieder drei Tage frei und dann werden wir am Montag uns gut vorbereiten für Frankfurt-Spiel. Dankeschön, Nenad Bjelica. Gibt es Fragen? Dann bitten wir ums Handzeichen. Wir beginnen bei Michael Färber, dann geht es weiter bei Janis Klimbock. Ja, hallo Herr Bjelica, Glückwunsch zum Sieg. Sie sagten, es ist noch ein weiter Weg. Nichtsdestotrotz 9 Punkte jetzt zwischen Union und den drei, ich nenne es mal, Abstiegsplätzen. Wie viel Sicherheit gibt das für die letzte Saisonphase? Ja, wir fokussieren uns nur auf tägliche Arbeit und auf nächstes Spiel. Und das ist Frankfurt-Spiel. Da werden wir uns gut vorbereiten und dann nach dem Spiel werden wir dann weiter Tabelle schauen. Natürlich gibt uns eine gewisse Sicherheit, aber 28 Punkte, weiß ich nicht, ob das genug sein wird, für Klasse halten. Und wir belasten Mannschaft auch nicht sehr viel über die Tabelle. Wir fokussieren Mannschaft nur auf tägliche Arbeit und um nächstes Spiel zu gewinnen. Das ist unsere Aufgabe. Am Ende werden wir stehen dort, wo wir uns herausgearbeitet haben. Janis Klimburg, bitte. Ja, hallo Herr Bjelica, auch von mir Glückwunsch zum Sieg. Sie haben das System ein bisschen angepasst, mit zwei Sechsern gespielt, vorne mit drei Spielern. Ben Aaronson hat sich immer so ein bisschen fallen lassen. Was war die Idee dahinter? Ja, die Idee war, dass Brendan einfach aus dieser Zone gefährlich sein kann. Gegner hat mit zwei Sechser gespielt und hat viel Druck gemacht auf unseren zwei Sechser und dann war Brendan auch in einigen Situationen frei. Der kann durch sein Tempo, durch seine Qualität
kann nach vorne was bewegen und ein Tor hat er gemacht, war wirklich lauffreudig, hat eigentlich Probleme gehabt mit Augen. Hat ein Problem mit Augen gehabt, und aber trotzdem hat tolle Leistung gebracht. Und wir wollten einfach mit Vertessen und mit Brendon zwei kreativen Stürmer oder offensiven Spieler haben, die auf kleinem Raum auch was machen können. Und das haben sie auch getan. Gibt es weitere Fragen? Die gibt es nicht. Dann sagen wir Dankeschön fürs Kommen, wünschen Ihnen allen ein gutes Wochenende und unseren Gästen einen guten Weg nach Hause. Dankeschön. Guten Abend.